Deutschland und der frisch gebackene Europameister Nelvi Tiafak, ebenfalls aus Deutschland. Ich bin gespannt auf dieses Duell. Putilov auch noch ein sehr junger Kämpfer, der bei der U22 den Titel holen konnte. Okay, bei der U22 Vize-Europameister in diesem Jahr, also den zweiten Platz belegt, und letztes Jahr U19 Europameister. Mit wirklich einer herausragenden Leistung. In beiden Jahren natürlich. Auch ein sehr junger Sportler hier noch in der Elite. Auch gerade mal 19 Jahre jung. Ich denke, da können wir auch noch viel, viel erwarten. Ein vielversprechendes Talent. Aber ihm gegenüber steht kein geringerer als der Europameister, wie du sagst. Und sind wir mal gespannt, was jetzt passiert. Nelvi auch gleich im Vorwärtsgang. Der Kampf hat tatsächlich schon mal stattgefunden in der Bundesliga. Anfang des Jahres. Da hat Nelvi die Oberhand gehabt oder hat die Nase vorne gehabt, hat das den Kampf für sich entscheiden können. Aber es war auch da ein sehr, sehr knappes Gefecht. Und von Nikita auch der erste Elite-Kampf damals in der Bundesliga. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, Nikita, der in Frankfurt-Oder trainiert und von David Hopstock sekundiert wird. Nelvi Tiafak ist quasi hier zu Hause in Köln, trainiert am Stützpunkt in Köln und wird von Lukas Wierschek sekundiert. Ja, wenn Nelvi kennt, der hat auch eine sehr große körperliche Veränderung vorgenommen. Oh, ja. Ich meine, er hat ich weiß es nicht ganz genau, aber bestimmt 15 bis 20 Kilo auch nochmal abgenommen. Ja, man sieht, sehr definiert, sehr durchtrainiert. Hat 140 Kilo gehabt, soweit ich weiß. Und hat jetzt so um die 120, 125 Kilo. Und natürlich einiges an Muskelmasse dazugepackt. Ja, hier tritt Putilov jetzt ein paar Mal gut. Ja, einer seiner Stärken von Putilov, das haben wir gestern ja auch schon festgestellt, der Mitschlag, wenn der Gegner angreift, wirklich nur einen Schritt zurück zu machen oder abzuknicken und dann gleich zu antworten, wenn der Gegner quasi noch im Angriff ist. Jetzt eine kleine Pause, Nelvi. Anfangs eher im Vorwärtsgang. Versucht den Putilov zu drücken. Beide treffen hier mit der Führhand und schließen die Runde ab mit einem Treffer. Ja, auch hier wieder eine sehr knappe Runde. Ne? Ja, definitiv. Für Nikita auch extrem explosiv. Ja. Hier auch nochmal, Deutschland kann sich auf jeden Fall freuen auf zwei Superschwergewichtler. Ja, wie man eben gehört hat von der Nadine, die hier die Ringsprecherin macht, erst 35 Kämpfe. Und wir haben hier auch nochmal am Rande die kleine Information bekommen, die erste Runde ist wohl 4-1 in die rote Ecke gegangen. Aber alle Angaben natürlich ohne Gewehr. Mm.
an, Navi, der jetzt ein bisschen seine Taktik ändert und aus der Distanz heraus boxt. Er versucht immer wieder nachzurücken, immer wieder nachzurücken, um in seine Distanz zu kommen. Der Nikita unheimlich lange Arme, versucht den Navi natürlich auf Distanz zu halten. Trifft da einen guten linken Haken. Und jetzt arbeitet der Navy im Mann. Ja, wirklich ein Gefecht auf Augenhöhe, das muss man sagen. Kita steht dem Europameister gegenüber und bietet ihn wirklich an. Ja, ich hab eben auch schon gesagt, was das super schwer auch angeht, brauchen wir uns nicht zu beschweren. Wir haben Top-Leute da auch, mit denen wir uns international definitiv sehen lassen können. Mit Navi jetzt, Putilov, Emanuel. Ja, das ist wohl wahr. Schon eine starke Reihe auf jeden Fall. Die Leute, sobald der Gong kommt, bewegen sich die Leute immer Richtung Absperrbande. Und genau an dem Punkt, wo der Boxpointer sitzt, quasi wo die Punkte von allen Punktrichtern zusammenkommen und angezeigt werden. Demzufolge werden wir jetzt auch gleich die Information bekommen. Ja. Soeben die Information bekommen. So wie es ausschaut, ist Putilov bei 3 Punktrichtern schon vorne. Also mit 20 zu 18 Punkten. Heißt, wenn jetzt nichts. Es muss eine zu 8 Runde her für Navy. Es muss zu 8 Runde her oder. Knockout. Knockout, was wir den Kindern natürlich nicht wünschen. Beiden nicht wünschen. Aber wie gesagt, alle Angaben ohne Gewehr, das sind auch nur Informationen, die wir quasi von der Seite bekommen. Bleiben wir gefasst. Der jetzt mit einem sehr guten rechten Haken durchkommt und nochmal nachzieht. Kein Wirkungstreffer. Deshalb wurde auch nicht angezielt. Der jetzt aber mit sehr guten Händen durchkommt. Ja, in der Position will er stehen, da muss er jetzt auch punkten, wenn er. Und sich eventuell die 10 zu 8 Runde hier holt. Es wird sehr spannend jetzt nochmal. Navy natürlich, der sich nicht vom Thron jetzt stoßen lassen möchte. Der alles reinsetzt. Ganz stark von Navy jetzt gerade.
Und natürlich nochmal eine Schippe auf, legt nochmal eine Schippe drauf. Das kostet aber Kraft. Wie man sieht, eine kurze Verschnaufpause. Kutilov lässt sich aber nicht, lässt sich das nicht nehmen. Boah, was ein Kampf. Ganz stark von allen beiden. So, ich muss mich gleich wieder verabschieden, da jetzt die letzten Siegerehrungen stattfinden, aber den Moment will ich mir jetzt hier nicht nehmen lassen. Wahnsinn. Ganz stark. Ganz stark von allen beiden. Ja, liebe Zuschauer, das war Boxen auf internationalem Top-Niveau hier in Köln, die letzten Tage, die letzte, quasi die ganze Woche. Und im grünen Abschluss mit so einem interessanten, spannenden Kampf im Superschwergewicht von zwei deutschen Boxern. Ich verabschiede mich an der Stelle auch nochmal vielen lieben Dank an Mario, der das hier hinter dem Bildschirm an den Reglern für den Schnitt gesorgt hat. Dankeschön. Danke. Und ja, euch noch viel Spaß hier bei der Siegerehrung und bis bald. Mach's gut, Paul. Danke. Eine starke Leistung hier auch von beiden Kämpfern wieder. Beide ein hervorragendes Turnier geboxt.